willkommen zum neuen YouTube-Video. Heute zeigen wir euch die neuen Mangas von Tokyo Pop im Dezember. Da gibt es 3 Neustarts und alle anderen ja, laufen noch. Und natürlich gibt es auch noch andere Serien, die sind abgeschlossen. Auf geht's! Okay, fangen wir mit den Neuheiten an. Namens Cold Game. Es geht um Prinzessin, wie ist sie nochmal? Alna. Prinzessin Alna, die ist bereits verlobt, soll aber den tyrannischen König des Nachbarlandes heiraten. Sie reiste mit ihrer Konkubine oder Zimmermädchen dahin und dann tauschen die beiden die Rollen. Genau, aber es gibt noch andere Brautkandidatinnen und so beginnt ein eiskaltes Machtspiel. Wird ein bisschen mit Game of Thrones verglichen, deswegen ist es auch Drama und kein Fantasy, obwohl es irgendwie nach Fantasy aussieht. Ja, ich habe gehört, das soll irgendwie so ähnlich wie du es gesagt hast, Game of Thrones. Ja. So, ist auf jeden Fall, hat wie viele Bände? 6 Bände plus hat eine Schokokarte. Ebenfalls eine Schokokarte hat dieser... Weil es verschoben wurde, jetzt wieder da, also ist jetzt erscheint da. Da, genau. The Saint Magic Power ist omnipotent. Basiert auf einem Light Novel, gibt es auch schon als Anime. Es geht um die 20-jährige Sai, das ist Sai. Die wird von einem magischen Licht umhüllt und findet auf jeden Fall in einem Parallelwelt wieder. Denn sie wurde heraufbeschworen von der anderen Seite durch das Ritual zur Beschwörung der Heilige Maid. So, und diese Maid soll die Kraft besitzen, einfallende Monster auszulöschen. Genau. Darum geht's. Wie viele Bände hat das? Ich hab gesehen. Das hat 6 Bände plus, wie das andere. Und wenn wir schon bei Neuheiten sind, was haben wir noch? Sirup Süße Sünde von Kayuru. Sehr beliebt. Genau, schon 10 Jahre. Das wird fett gefeiert mit was ist das gefeiert? Grußkarte. Genau, mit dieser Grußkarte an die deutschen Fans. Ein Gruß an die Fans und sagen ja. Dankeschön, dass ihr das unterstützt, sowas. Genau, lass mal reingucken. Geht auf jeden Fall um Kaede, das ist ein Playboy, wie hier im Buch steht, der ständig auf der Suche nach neuen Abenteuern ist, werden seine Kumpeln, dass er es nicht schafft, Tsukihiko ins Bett zu kriegen, seine 27-jährige Englischlehrerin. Wird er es schaffen, mal Ende? Wir werden das sehen. Wobei sie nicht wirklich viel älter aussieht als er, muss ich jetzt mal sagen. Aber ist ja meistens so in Mangas. Also so bei der Mangaka, die macht sowas halt, ne? Genau. So und dann gibt es natürlich noch Death Note. Vor einem Jahr kam, glaube ich, das online raus. War das vor einem Jahr? Kann sein, ja. Ich weiß noch, wie ganz viele gefragt haben, habt ihr das Neue? Ja, jetzt haben wir das Neue. Auf jeden Fall haben wir da 6 Kurzgeschichten. Eine wurde schon mal in Death Note 13 veröffentlicht. Ja, und das also ist auch wieder da. Genau. Gibt es in 2 Ausführungen. Einmal in Softcover und für 7,50 und einmal in Hardcover, ich glaube für 14 Euro. Genau. Da ist, bis auf das Hardcover, ist das Cover an sich noch anders. Auf jeden Fall für jeden Death Note-Fan zu empfehlen. So, Terror Knight 2. Bleach Extreme, bald zu Ende. 25. Noch ein Band, glaube ich, ne? Könnt ihr hinhauen. Promise Cinderella Nummer 3. Dann... Ebenfalls Nummer 3, Prinzessin Sakura, die Neuauflage Nummer 3. Akashic Record of Magic Bastard Instructor 12. Ich habe die beiden Wörter wieder durcheinander gebracht. My Boyfriend in Orange. Genau, Nummer 9. Und das Abschlussband. Von Atemlose Liebe Nummer 5. Mit einem Extra. Ja. So, Finder. Nummer 10 ist auch mal wieder da, in der normalen und in der Special Edition mit Sonderheft Nummer 10 auf jeden Fall. Verlobt mit Atsumori-kun. 4. Zum Glück bei dir die Nummer 7. Jupp. Fire Force. Und 26. Ich habe gesehen, davon gibt es glaube ich 32 bisher in Japan. Genau. Und er hat ja auch gesagt, er wird seine letzte Manga-Reihe. Mal gucken, ob er recht behält. Spice and Goustache 8. Deswegen musst du auch sich Mühe geben. Küsse und Vaseline für meine liebste 6. Spring. Love You and You Nummer 5. Verliert in Prinz und Teufel 16. Dann gibt es hier noch Großbände. Und zwar Violence Action Nummer 6. Und auch ein Highlight. Das erste Light Novel aus China. Aus China. Also, was will ich euch da zeigen? Es sind immer Bilder drin. Und sie übersetzen auch wirklich aus. Aus den chinesischen, genau.
Und nicht aus den Englischen. Genau, ist ein riesiger, wo von vielen Fans gefragt, ist der Boys Love Historian Mega Blockbuster als Love? Novel. Ja, es ist eindeutig Boys Love. Okay. Es soll natürlich Hardcore Boys Love sein. So, genau, ist auch die Vorlage für den Danghua, das sind chinesische Animes. Und die Live-Action-Serie wird 5 Bände haben, gibt es in Softcover für 14,99 € oder in Hardcover für 25 €. Aber das ist dann auch schön, ja. Würde ich euch gerne zeigen. Habe ich bei mir zu Hause rumstehen, kann ich euch jetzt nicht sagen. Ist auf jeden Fall sehr schick, wenn ihr es in Hardcover seht. Genau, das waren. Wollen wir erstmal Empfehlungen oder soll ich erstmal erzählen, was nicht gekommen ist? Die Highlights. Die Highlights. Natürlich dieser nette Band hier. Bleach. Bleach, wahrscheinlich auch für dich. Was auf jeden Fall für dich ist Death Note. Death Note, ja. Und das war's für mich. Da habe ich darauf gewartet, dass das auf Deutsch erscheint. Weil das sind ja nur, ein Kapitel oder zwei, so dünn. Richtig, ja. Aber dafür noch andere Geschichten. Die genau, haben deswegen haben sie auch reingepackt in dem Band. Ja, was fehlt denn? Was verschoben wurde, warte, habe ich meinen schlauen Zettel vorbereitet. Was wurde verschoben? Overlord, die Light Novel in Soft und in Hardcover. Aber die zweite wurde ja auch schon mal verschoben, glaube ich. Genau, dann gibt es auch Nachdrücke. So, Nachdrücke. Death Note 1 bis 13 ist wieder lieferbar. 1 bis 13? Ja, die waren wohl alle nicht lieferbar. Okay. So, manche aber ab 7,50 € jetzt. Citrus plus 1 haben wir noch. Platinum Moments 1 und 2, bevor im März, glaube ich, das Doppelpack rauskommt, wo ihr ein bisschen Geld spart. Jona Prinzessin der Morgenröte 1,723. Oh, die Death Note Komplettbox. Der Death Note Roman, also purer Death Note Monat. Ja. Und ein Fremder an Strand. Kommt ja auch bald das Anime raus, oder? Ja. Ende des Jahres jetzt. Ja. Genau. Und Kumikan Communicate Nummer 6 läuft ja gerade erfolgreich auf Netflix. Ja. Und natürlich haben wir hier noch ein paar Extras. Nächste genau, was haben wir als Extra? Postkarten. Von Küsse und Vaseline von meiner Liebste. Der Wind unter meinen Flügeln, habe ich richtig gelesen? Ja. Ne? Umwerfend schön. Also, was demnächst erscheint oder schon erscheint. Wie zum Beispiel die beiden, die schon erschienen sind. Magic Pearls Omnipotent und Cold Game. Und ein Magazin. Dann gibt es noch ein Magazin. Mit ganz tollen Sachen. Und zwar Leseproben und einen Poster. Das und das hier. War schon mal rein. So, hier sind die vom Comic. So. Ja. Genau, das ist da alles drin. Persona 5 kommt auch bald. Und eine Checklist, wann was welchen Monat rauskommt. So, und was noch kommt ist. Die letzten Neuheiten von des Jahres sind Ultraverse. Und dann war's das. Dann war's das. Ja, und so. Panini mit Berserk 14 immerhin. Ja, mit ja. Berserk. Ist ein guter Titel. So, wir verabschieden uns und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis dahin. Peace.